Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wir machen jetzt ein spontanes Video. Subhanallah, gegen Yasin, das war gar nicht geplant gewesen, aber manchmal spontan besser als irgendwie geplant. Und wir klicken mal direkt auf Play. Also eigentlich, wie gesagt, gar nicht vorgehabt. Aber manchmal, ich würde jetzt ein ganz kurzes Video machen, weil er hier einfach irgendwas erzählt, was, ja, also das ganze Video macht gar keinen Sinn eigentlich. Nur ich würde jetzt nicht für Minute alles abspielen, weil das ist einfach reine Zeitverschwendung. Aber wir hören uns mal erstmal an. Weil wenn man sich den Tafsir genau anschaut und die Umstände, kann man den wirklich auf kleinen Kufer anwenden. Und wenn man konsequent durchziehen würde, würde jeder Käfer werden, der in irgendeiner Angelegenheit nicht mit Allah herrscht. Weil der Vater lässt seinen Sohn in die Disco gehen, alles klar, du hast nicht nach dem Gesetz Allahs gerecht, du bist Käfer. Das ist die Meinung von Abdul Barr. Abdul Barr sagt, der Vater ist derjenige, der dafür verantwortlich ist, für seinen eigenen Sohn verantwortlich ist. Und wenn man jetzt so auf diese Art und Weise verstehen würde, dann würde der Vater auch, wenn er die Sünde zulässt, ein Käfer. Weil, wie gesagt, er ist der Herr des Hauses und der kann die Entscheidung auch treffen. Er kann sagen, stopp, mach das nicht. Und wenn man da halt zulässt, dann ist derjenige auch was? Ein Käfer, weil er einfach dafür verantwortlich ist. Der Vater ist für den Sohn verantwortlich. Das ist die Meinung von Abdul Barr. Die Vogel sagt in diesem Abschnitt im Allgemeinen richtige Dinge. Wer nicht mit Allahs Gesetzgebung herrscht, ist kein Muslim. Für ihn sind andere Verse viel stärker und das ist auch kein Problem. Hat er doch gar nicht gesagt. Also ich will jetzt nicht Pierre Vogel jetzt hier verteidigen oder so, aber keine Ahnung, warum er sowas versteht, dass Pierre Vogel gesagt haben soll, andere Verse sind stärker. Subhanallah. Es ist in diesem Abschnitt um seine Äußerung der Schwäche und seine Begründung. Dieser Vers gehört zu den stärksten Versen im gesamten Koran. Zum einen... Also allein schon zu sagen, Subhanallah, was für ein Jahil. Also das kann nur ein Unwissender sagen, das ist einfach eine Tatsache. Das ist die stärkste, was hat er gesagt, stärkste Verse aus dem Koran oder stärkste Verse aus dem Koran? Wir hören uns mal nochmal an, nicht, dass ich was Falsches sage. Stärker und das ist auch kein Problem. Mir geht es in diesem Abschnitt um seine Äußerung der Schwäche und seine Begründung. Dieser Vers gehört zu den stärksten Versen im gesamten Koran. Also stärksten Verse im gesamten Koran. Aber jede Ayah aus dem Koran ist doch, jede einzelne Ayah aus dem Koran ist stark. Egal welche Ayah aus dem Koran, die ist genauso stark wie die andere, weil es sind die Worte Allahs. Es ist ja kein Hadith, dass du sagst, schwach, stark oder noch stärker. Es ist alles genauso stark. 114 Suren von Anfang bis zum Schluss, alles genauso stark. Es gibt ja keine Schwäche im Koran. Ja, das würde nur ein Schia kann das vielleicht sagen, Allahu a'lam. Also weil er sein Akida komplett so oder so den Koran zu widerlegen ist, ja, der kann natürlich sowas behaupten. Aber dass man sagt, oder habe ich das falsch verstanden? Also, zum einen, Stärke, und das ist auch kein Problem. Mir geht es in diesem Abschnitt um seine Äußerung der Schwäche und seine Begründung. Dieser Vers gehört zu den stärksten Versen im gesamten Koran. Zum einen. Stärksten Versen aus dem Koran. Aber welche sind denn die weniger starken Verse aus dem Koran? Ja, Subhanallah, das ist halt, wenn man sich eigentlich mit dem Islam nur als Hobby beschäftigt. Hobby. Das ist einfach so Hobby so. Ja, ich gehe mal jetzt Pierre Vogel widerlegen. Ja, ich widerlege heute Abu Bara. Morgen, das ist einfach nur diese Widerlegung, Widerlegung, Widerlegung. Es ist nicht im Herzen. Also der Glaube ist nicht im Herzen, weil ansonsten würde man sowas nicht sagen. Ja, stark. Alles ist stark. Ja, also deswegen, also so, man kann es auch, glaube ich, gar nicht anders verstehen, oder? Es ist im Arabischen bekannt. Wenn der Artikel Elif Lam an einem... Es ist im Arabischen bekannt. Wo ist dein Beweis? Wo steht es geschrieben? Wo steht geschrieben? Das, was er jetzt sagt. Wenn die Kafirun drangehängt wird, dann ist das Lamutarif. Das heißt, der Artikel beschreibt präzise das, an dem er dranhängt. In diesem Fall ist hier zweifellos der große Ungläubige gemeint. Das ist die offensichtliche Bedeutung. Und die Regel besagt, solange es keinen Gegenbeweis gibt, bleibt die Sache offensichtlich. Hören wir uns nochmal an. Die Stärke, und das ist auch kein Problem. Mir geht es in diesem Abschnitt um seine Äußerung der Schwäche und seine Begründung. Dieser Vers gehört zu den stärksten Versen im gesamten Koran. Zum einen, hier wird Al-Kafirun gesagt. Es ist im Arabischen bekannt. Wenn der Artikel Elif Lam an einem Nomen wie Kafirun drangehängt wird, dann ist das Lamutarif. Das heißt, der Artikel beschreibt präzise das, an dem er dranhängt. In diesem Fall ist hier zweifellos der große Ungläubige gemeint. Das ist die offensichtliche Bedeutung. Und die Regel besagt, solange es keinen Gegenbeweis gibt, bleibt die Sache offensichtlich. Das haben wir schon damals erwähnt, diese Sache. Aber anscheinend will er das nicht hören. Er will es auch nicht verstehen. Er will einfach nur
einfach an diese Lügen weiter glauben. Also ich frage mich gerade, wie kommst du überhaupt darauf? Wo steht es geschrieben? Wer hat es gesagt? Wer hat es gesagt, wenn es mit Elif Lam kommen sollte? Der Kufur, ne? Das ist der große Kufur, also El Kafirun oder El Kufur, dass es dann halt der große Kufur sein sollte. Wer hat es dir überhaupt gesagt? Wer? Welche Gelehrte? Einfach so zu sagen, ohne Beweise, ohne zu belegen, das ist so, ja, und du kannst nicht mal jemanden nennen, ansonsten würdest du sagen, der und der hat es gesagt. Ne? So wie ich weiß, Allahu A'lam hat es Zamashari damals, also vor Jahren, 7, 8 Jahre, Allahu A'lam her, da habe ich das mal, glaube ich, mal gesehen oder gehört oder wie auch immer, ich weiß gar nicht mehr, oder gelesen. Auf jeden Fall, dass es Zamashari, Allahu A'lam, ich glaube, gesagt hat. Und der gehört zur Mu'tazila-Sekte. Eine Mu'tazila-Sekte ist nicht mal die Ahle Sunnah. Du kommst ja nicht mal mit einem Ahle Sunnah Gelehrten an, du sagst einfach, das ist mit Elif Lam und dann soll man, wenn man das Gegenbeweis nicht bringt, dann ist es so, aber du hast nicht mal Beweis gebracht, außer dass du es einfach nur gesagt hast. Also wenn jemand es gesagt hat, wer, wir werden es natürlich genau das Gegenteil auch belegen, gar keine Sorge, ja, aber wer hat es gesagt? Ja, Elif Lam, wenn es mit Elif Lam kommt, habe ich schon so oft gehört, Subhanallah, auch von ihm gehört. Wir haben auch dazu schon ein Video gemacht und darauf schon eingegangen. Aber er kann ja gar nicht darauf antworten, weil er ganz genau weiß, dass er da einfach nur manipuliert. Leute, die einfach, ja, ihr wisst ja selber, die nicht so viel Ahnung haben. Aber wo steht es geschrieben? Welche Gelehrte hat es gesagt? Aber wir wissen ganz genau, dass es ein Hadith gibt. Ja, und zwar, der kommt bei Abdul Razzaq vor, unter anderem, ja. Und da fragt Taus ibn Abbas, er sagt, wenn ein Mann bei seiner eigenen Frau Analverkehr, ja, also Analverkehr macht, in ihr Anus eindringt, was ist das Urteil dazu? Und was sagt ibn Abbas? Haza yusailuni anil kuf. Haza yusailuni anil kuf. Also er, derjenige, dieser hat mich befragt nach dem großen Kufur. Ja, der hat mich befragt nach dem großen Kufur, sinngemäß von Yasin al-Halefi, weil es kommt mit Elif Lam vor, El-Kufur, ja, nicht ohne Elif Lam, sondern mit Elif Lam, ja, also es heißt so gesehen, derjenige, der Analverkehr machen sollte, hat den großen Kufur gemacht und schon ist mal was, ein Haliji, einer, der zu Khawarij gehört. So einfach hat man die Sünde, einfach eine Sünde, sagen wir mal eine große Sünde, ja, hat man einfach was gemacht? Hat man einfach gesagt, das ist derjenige Kafir geworden. Weil es kommt mit Elif Lam vor. Und dieser Hadith ist Sahih, authentisch gestuft. Ja, also versteht ihr, was ich meine? Also man kann natürlich vor Kamera vieles sagen. Hätte ich jetzt zum Beispiel vielleicht das Video nicht gemacht, hätte keiner ihn widerlegt, hätten die Leute gesagt, ey, du siehst aus wie ein Löwe, du bist wie ein Löwe, du redest wie ein Löwe. Und so hast geantwortet. Aber Alhamdulillah, dass wir darauf einfach eingegangen sind. Also so ein Quatsch, so eine Regel gibt es auf jeden Fall nicht. Genau das Gegenteil. Ibn Abbas hat es mit Elif Lam. Kufur ist nicht, also Kafirun ist nur Plural. Das ist dasselbe Wort, wortwörtlich ist dasselbe. Also nicht, dass jemand kommt und sagt jetzt hier El Kafirun und El Kufur. Hier ist nicht Plural. Ist ein Quatsch. Ja? Da brauchen wir, glaube ich, nicht viel zu reden. Im Arabischen weiß man ganz genau, was Kufur und Kafirun bedeutet. Auf jeden Fall ist hier... ich finde es lächerlich. Also ich finde es einfach nur diese Hobby-YouTuber, die einfach ja, nicht die Aufmerksamkeit draußen bekommen, die einfach versuchen, über das Internet die Aufmerksamkeit zu bekommen, so mit solchen lächerlichen Videos. Ich meine, ganze Videos lächerlich. Und in diesem Buch haben wir das eigentlich auch aufgezeigt. Das haben wir, wie gesagt, hier bearbeitet. Auf der 53. Seite steht ja auch geschrieben mit El Kafirun oder El Kufur. Das ist mit Elif Lam auf jeden Fall nicht geballt ist, weil es dazu auch diesbezüglich Hadithe gibt. Also eigentlich steht es auch in diesem Buch schon geschrieben. Wer es haben will, kann sich natürlich melden. Ne?